Als der Wind einen Baum im Wald umwarf, entdeckte ich ein großartiges Tonvorkommen. Und heute teste ich für euch, ob man daraus wirklich Bastelton herstellen kann. Mit Schaufel und Eimer bewaffnet wagte ich mich unter die Baumscheibe. Das ist nicht ungefährlich, also bitte nicht nachmachen. Ich habe ungefähr einen ganzen Eimer voll Lehmboden gesammelt und sogar einen Feuerstein gefunden. Im Garten habe ich diesen Lehmboden auf zwei Wassereimer verteilt, um ihn aufzuschwemmen. An der Wasseroberfläche sammeln sich die kleinen Wurzeln und leichtes Biomaterial. Ganz unten sammeln sich kleine Steine. Beides kommt raus. Und dann wird geknetet, bis alles klumpenfrei ist. Dann müssen die Eimer über Nacht stehen. Am Abend kam unser Igel zu Besuch, ein putziges Kerlchen. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, gebt gerne schon mal einen Daumen hoch oder lasst ein Abo oder einen netten Kommentar da. Am nächsten Morgen sieht man, wie sich das Sediment abgesetzt hat und oben klares Wasser steht. Dieses schöpfe ich in einen Eimer ab. Dann musste nochmal gut durchgerührt werden und wir können anfangen. Der Geologenwitz, was ist 7x7, kommt nicht von ungefähr. Wenn man Sediment aufschwemmt und durch immer feiner werdende Siebe filtert, insgesamt 7 Stück, erhält man feinen Sand. Nun wollte ich aber nicht feinen Sand haben, sondern die nächst kleineren Korngrößen, nämlich Schluff und Ton. Schluff ist maximal 0,063 mm groß. Ton beginnt ab 0,02 mm, also 2 Mikrometer. Mein einziges Sieb im Garten hatte aber eine Durchlässigkeit von rund 0,5 mm. Was sich hier im Sieb verfängt, ist also Sand, feiner Sand und Feinkies. Aber um hier Ton zu erhalten, musste ich einen physikalischen Trick anwenden. Wie bei der Schlemmanalyse in der geologischen Korngrößenbestimmung schwemmte ich meine gesiebte Suppe auf und wartete. Die kleinsten Partikel sind die leichtesten und sinken am langsamsten ab. Dadurch sammelt sich der Sand unten und der Ton oben. Wer darüber mehr erfahren will, kann mal in die Videobeschreibung schauen. Dort habe ich ein paar Links reingepackt.
Nachdem ich das Wasser abgeschöpft habe, hole ich nun die obersten feinen Schichten aus dem Eimer heraus und der Sand bleibt unten drin. Den Sand habe ich dann auf einer Folie trocknen lassen. Das dauert ein bisschen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch diesen süßen Waschbären anschauen. Dann ist der Sand trocken. Das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Ton, um das restliche Wasser zu verdunsten. Das dauert ein bisschen. In der Zwischenzeit knete ich die untere feste Tonschicht gut durch und lagere den Ton in einer wasserdichten Tüte. Es ist der 30. August 2019 und ich stehe hier in der glühenden Mittagshitze und knete Ton. 32 Grad im Schatten. Da hat sich tatsächlich Eisen abgesetzt. Das geht auch nicht vom Boden wieder ab oder so. Das ist auch unten am Ton dran. Und hier fängt der erste Ton schon an zu trocknen. Wenn der trocken genug ist, kommt er mit in die Tüte. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gerollt und geklopft und ich denke, es ist in einer einigermaßen guten Konsistenz. Mal schauen, ob ich es abkriege. Nach ein paar Stunden in der Sonne lässt sich der Ton gut von der Plastikfolie lösen und ist knetbar. Aber kann man ihn auch brennen und damit töpfern? Das zeige ich euch in den nächsten Tonvideos. Jetzt haben wir einen ganzen Eimer voller Ton, der fertig ist zur Bearbeitung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch oder einen Kommentar freuen. Lasst gerne ein Abo da, um alle weiteren Videos in diesem Projekt nicht zu verpassen. Und damit sage ich Ciao, bis zum nächsten Video.